Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Ach ja, Mist, jetzt habe ich meinen Kraken Pseudo-Alien-Hut vergessen, den ich eigentlich aufsetzen wollte. Na, holen wir vielleicht gleich noch nach. Ich kriege total auf den Sack. Warum ist das der Fall? Achso, weil ich gerade das Spiel neu geladen habe und Mini noch Milgrid nicht kopiert. Natürlich, natürlich. Jetzt. Sehr schön, damit kann man doch arbeiten. Das ist doch was. Und ja, wir sind mitten zurück im Tier 3 Alien Invasion Day. Das heißt, wenn ihr bislang Billy noch nicht gehabt habt, ist das jetzt definitiv eure Chance, Billy zu holen. Wenn ihr klicken wollt, ist tatsächlich aus Tier 2 Slizzly Blippi Dingsy ein ganz guter Klicker. Und Red, in welchem Slot war Red hier, ne? Nee? Griffin Slot? Griffin Slot. Red, the Ace Pilot, ist auch gar nicht so mies. Und wer war denn eigentlich noch? Ach so, fürs Early Game kann durchaus aus Tier 1 Kissblip ein ganz guter Damage-Dealer sein. War lange Zeit mein Main. Tatsächlich. Also das Event ist schon durchweg gar nicht so mies, zumindest was die Crusader angeht. Auch der neue Crusader ist durchaus einen Blick wert, nämlich First Lady Betty Smithsonian. Smithsonian in Wirklichkeit. Hat die... Damn, mir ist nie aufgefallen, dass da noch ein S zwischen ist. Ich dachte immer, das wäre Smithsonian. Smithsonian, okay. Nice to know. Ist natürlich blöd, dass ich gerade am Ende von einem Run bin, aber wir swappen sie trotzdem mal gerade rein. Vielleicht macht trotzdem noch genug Schaden. Das geht. Die ist prinzipiell gar nicht so schlecht, wenn sie nicht unbedingt im Chio-Slot wäre, aber sei es drum. Die macht diverse Sachen, hauptsächlich hat sie total langweilige Tags, wie wir das aus Tier 3 irgendwie gewohnt sind. Und zum anderen ist sie ein ganz guter Human-Female-Buffer, tatsächlich. Und erhöht erstmal den Schaden von allen Crusadern, dann erhöht sie den Schaden von allen Human-Crusadern, die an... First Lady Betty, wir nennen sie glaube ich einfach Betty, oder? Das ist am einfachsten. Also an alle, die an Betty angrenzen. Um definitiv nicht standardmäßig 2000%, da kommt, oder 2500%, da kommt noch ein bisschen was dazu. Zum einen habe ich schon das Rare-Item dafür. Nee, stimmt gar nicht, nur das Ankommen. Da geht also noch mehr. Level 200 Fähigkeit, nichts Spezielles. Dann wird die Fähigkeit hier verstärkt um 25% für jeden Human Crusader, der in der Formation ist. Also da kommen nochmal 125% drauf, das ist multiplikativ wohlgemerkt. Dann gibt es nochmal 25% extra für jeden Female Crusader in der Formation. Das sind gerade auch nochmal 150% extra. Hier gibt es nochmal 30% Schaden für alle. Und hier wird Rally the Troops nochmal verstärkt für jeden Support-Crusader in der Formation. Und da kommt halt einiges zusammen. Also sie hat halt prinzipiell nur einen Buff, der aber eine recht gute Höhe erreichen kann. Zumal das per Item auch noch verstärkt werden kann und irgendein Legendary-Effekt verstärkt das bestimmt auch noch. Ich bin mir gerade unsicher. Werfen wir doch nebenbei nochmal einen Blick ins Wiki. Es gab übrigens einen lustigen kleinen Bug mit den Rezepten für Lady Smithsonian. Normalerweise sind Rezepte für neue Crusader ja erst 2 Wochen nach Ende des Events verfügbar, aber wie ihr eventuell seht, habe ich die Kommen- und Ankommen-Rezepte schon. Und ja, es gab halt ein Bug-Feature, wie auch immer man es nennen möchte, wo die Rezepte schon verfügbar waren, also man die Rezeptmission machen konnte. Sie haben es aber relativ schnell wieder rausgepatcht, das heißt, naja, so ziemlich bei allen dürften die Rare-Rezepte nicht mehr durchgegangen sein. Also da hat man dann nur die Meldung gekriegt, oh, scheinbar hast du schon alle Rezepte. Oder man hat was anderes bekommen, wenn einem noch was anderes fehlte. Aber zumindest die Up-to-Speed-Mission für die Kommen- und Ankommen-Rezepte, die ging bei mir noch durch, bei ein paar anderen denke ich mal auch. Kommt halt, oder kam halt ganz drauf an, wann man das Ganze abgeschlossen hat.
So, dann gucken wir eben doch nochmal, wo ist sie denn, Smithy? Was sind die anderen Legendary Effects? Genau, der Laptop hat dann auch nochmal erhöht den Rally the Troops Effekt, also von ihrem Hauptbuff nochmal um 100%, wenn mindestens 4 Crusader an sie angrenzen. Und dann wird nochmal der Schaden von allen Crusadern in der Reihe vor Betty. Lady? Nennen wir sie einfach Lady? Vielleicht ist Lady auch einfach... Ich weiß es noch nicht. Irgendwie braucht sie noch einen fancy Namen. Auf jeden Fall irgendwas Kürzeres. Vielleicht ist Lady auch einfach das Einfachste. Keine Ahnung. Sie schielt ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Also so ein klein bisschen macht sie einen auf den hier. Aber gut, vielleicht hat sie auch einfach zu viel an ihren Rosen geschnuppert. Wer weiß das schon. Ich habe mit den Objectives bzw. mit meinen Jewel-Tests, es war großartig. Ich hatte mir tatsächlich, weil ich die Rezepte schon hatte, sämtliches Ankommen-Gear schon gecraftet, einfach weil es ging. Und in den 4 Event Jewel Chests von den Objectives habe ich natürlich 8 Items bekommen. Und diese 8 Items waren einmal die Uhr und 7-mal der verkackte Blumenstrauß. 4-mal Ankommen, 2-mal Rare und 1-mal Epic. 7-mal der verkackte Blumenstrauß. Da war so, okay, danke für nichts. Aber nun ja, sei es drum. Durch die Rezepte habe ich ja trotzdem zumindest alle Slots irgendwie belegt. Und nachdem wir die jetzt einigermaßen abgekaspert haben, also man kann sie tatsächlich noch ganz gut als Shanna-Buff benutzen, wenn man das möchte. Wenn man Shanna als Main-DPS hat, ist das natürlich durchaus viable. Ist ein bisschen ungünstig, dass sie Billy in der Formation haben muss fürs dritte Legendary, also für den dritten Legendary-Effekt. Das ist so, ja, also wenn man mit so einer Pseudo-Speed-Formation cappen kann, ist das super. Wenn nicht, dann halt nicht so, also und wenn man Chio benutzt, ist sie sowieso raus. Theoretisch, wenn man den unwahrscheinlichen Fall hat, dass man Casey als Main DPS nutzt, kann man sie natürlich auch wunderbar benutzen. Und gerade für diverse Challenges, für diverse Challenges ist sie auch definitiv gar nicht übel. Also es ist so ein könnte richtig großartig sein, ist aber nur okayisch. So, also ist, beziehungsweise sie ist prinzipiell schon echt gut, aber halt nicht von meiner Formation, weil halt Chio mein Main DPS ist nach wie vor. Von daher ist das so ein bisschen Mixed Feelings auf meiner Seite, aber prinzipiell schon guter Crusader, definitiv. Ja, dann bevor wir auf die Objectives zu sprechen kommen, achso, wir machen erst nochmal das Achievement tatsächlich. Also wir machen nicht das Achievement selber, aber wir gucken es uns kurz an. Wir müssen nämlich ihren Buff, der im Moment auf 2460 ist oder war, als die Information war, einfach mal auf 5000% hochpushen. Was aber mit dem Rare-Laptop, also hier mit dem Rare-Gear, und in einer größeren Formation, also World's Wake ist ja relativ klein mit 10 Slots, also wenn man da, keine Ahnung, sich mal entweder in die Event-Formation schwingt, die ja 13 Slots hat, oder in Ready Player 2 mit 14 Slots, sollte das eigentlich ganz gut machbar sein, denke ich. Sollte nicht so das Problem darstellen. Ich habe tatsächlich, sehe ich gerade, das vom vergangenen Jahr noch gar nicht gemacht, mit Kill an Enemy with Symbiosis and Power Click, also halt die Sache mit Red und Slizzblip. Ich sehe auch nicht, dass ich das dieses Jahr mache. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, echt gar nicht so schwer, aber das ist immer so, ich muss 2 Crusader reinpacken und irgendwelche Abilities abpassen und nachdenken. Nee. Nee. Zurzeit zumindest nicht. Von daher, mal gucken. Zumal mir das 1% mehr, dadurch, dass es ja nicht mal multiplikativ, sondern additiv ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das halt so... Es bringt mir halt nichts. Also es bringt mich halt so ungefähr 0,02 Areas weiter. Vielleicht. Keine Ahnung. Es ist halt totaler Unfug. Also wenn man da
Angesichts der Tatsache, dass ich halt einfach schon über, wo war es hier, über 650% DPS-Bonus durch Achievements habe, ob ich dann 655 oder 656% habe, ist es halt einfach nicht wert. Selbst wenn ich 10 Objectives auslasse und 665% hätte, würde es halt auch keinen nennenswerten Unterschied machen. Was ich eigentlich machen wollte, bevor wir auf das Achievement zu sprechen gekommen sind, ist die Stats anzupassen. So, in World's Wake bin ich nämlich definitiv auf 1980 hoch. Fehlende Epics sind definitiv mehr geworden. Wir haben hier zwei, wir haben hier auch noch zwei, nehme ich an. Und auf Gobby dem Goblin, jo, haben wir auch zwei, also für insgesamt 6 Epics mittlerweile. Apropos 6, wir sind auf 360 Millionen Epics hoch. Epics, ja, Idols meine ich, 360 Millionen Idols. 360 Millionen Epics wäre ein bisschen absurd. Das würde nämlich einfach voraussetzen, dass es 12 Millionen Crusader gibt. Aber okay. Wer einen Blick auf meine Talente werfen möchte, kann das jetzt gerne tun. Ich lasse die einfach mal kurz eingeblendet und kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, bevor wir uns die Objectives gleich angucken, die waren tatsächlich ganz okay. Also das eine oder die ersten beiden hätten, glaube ich, eine Idee schneller sein können, aber es ist grundlegend nichts dabei gewesen, was super genervt hat. Von daher, das war ganz in Ordnung und ging einigermaßen zügig, also beziehungsweise wäre zügiger gegangen, wenn ich nicht den Donnerstagabend und den kompletten Freitag hätte arbeiten müssen, aber war okay, definitiv. Was ich hier an den Talenten als nächstes vorhabe, ist, es geht jetzt definitiv noch ein Level in 10k Training. Und dann gehen erstmal 30 Level in Every Bit Helps, in Every Little Bit Helps, Entschuldigung. Und dann muss ich wahrscheinlich mal ausrechnen, wie viel Level ich brauche, um insgesamt einen Vierfachbonus durch Every Little Bit Helps zu bekommen und wie viele Millionen Idols mich das kosten würde, so viele Level zu kaufen. Und dann werde ich vermutlich entsprechend erstmal wieder 10k Training höher ziehen und parallel hier und da noch ein Level in Idol Champions stecken. Also das wollte ich ja immer so ungefähr auf der Hälfte lassen, also prinzipiell müsste ich da jetzt schon wieder ein Level nachkaufen. Vermutlich mache ich hier 53, dann hier 165 und dann gehe ich hier auf 26 oder 27 hoch. Vielleicht gleich 27, ja. Irgendwie so. Und der Rest kann erstmal bleiben, wie er ist. Prinzipiell könnte ich inzwischen wahrscheinlich die beiden auch mal wieder maxen, aber das bringt halt auch nicht mehr so einen riesen Zuwachs, dadurch, dass der Bonus an sich ja schon wirkt und der Bonus nur noch verdoppelt wird, ist es halt gar nicht mehr so wild. Mal gucken. Ja, die Objectives. Wo haben wir sie? Hier. Das Recruiting Objective war so ein bisschen unnötig langsam, weil halt nur Non-Human Crusader benutzt werden dürfen. Das heißt, keine Mindy, keine Penny, kein Billy, keine Casey, kein Shin. Habe ich noch irgendwen von den Speed Crusadern vergessen? Bestimmt. Aber zumindest Bainrall geht und Rex. Und theoretisch kann man Victor benutzen, wenn man das möchte. Es war nicht unfassbar langsam. Es hätte schneller sein können, also hauptsächlich durch das Fehlen von Penny war es ein bisschen weh. Aber war halt okay. War jetzt nichts wirklich Nerviges dabei. War halt nur ein bisschen langsamer als eine Speed-Formation. Hier ist so ein bisschen das Gegenteil, wo hier nur Non-Humans benutzt werden durften. Dürfen hier im zweiten Objective nur Human und Alien Crusader verwendet werden. Das heißt, zum Beispiel ist Bainrall nicht zur Verfügung, dafür fast alle anderen Speed Crusader. Diesmal sogar inklusive Rex, was einfach einen ganz netten Speed-Bonus gibt. Das ist definitiv okay gewesen. Dann Alien Circuitry. Ist so ein bisschen wie Hereditary. Das ist ein Film, der gerade im Kino läuft. Es ist unterhaltsam, wenn Leute versuchen, es an der Kinokasse auszusprechen. Ich hätte gern zwei Karten für Kino 2. Ich hätte gern Tickets für das Vermächtnis. ist schön. Aber um auf das Objective zurückzusprechen zu kommen,
zurück zu sprechen zu kommen. Da war irgendwas war da zu viel drin. Wir haben eine Bombe in diesem Spot und die bleibt in dem Spot, also die wandert nicht alle 50 oder 100 Areas oder so durch die Gegend, sondern die bleibt da. Und wenn man 30 Sekunden in einer Area bleibt, dann explodiert die Bombe und wipet die ganze Formation. Heißt, man geht halt aus der Auto-Progression raus und eine Area zurück. Da man aber prinzipiell eine volle Speed-Formation da reinpacken kann, bleibt man in der Regel nicht wirklich länger als 29 Sekunden. Also man bleibt halt einfach keine 30 Sekunden in einer Area. Mit einer Full-Speed-Formation bleibe ich, keine Ahnung. Also selbst wenn ich 25 Gegner killen muss, weil es so ein Single-Drop-Objective ist, keine Ahnung, vielleicht maximal 10 Sekunden in der Area, würde ich mal schätzen. Also kommt auf den Spawn-Speed drauf an, aber so ungefähr. Also es ist halt prinzipiell ein Freeplay. Mehr oder minder mit einem Slot blockiert. Dann Strange Bedfellows. Da haben wir drei Aliens in der Formation, die dann tatsächlich wieder fröhlich umherwandern, alle 50 Areas, und die reduzieren den Schaden von angrenzenden Crusadern um 50%, und zwar leider nicht multiplikativ, sondern additiv, was bedeutet, sobald zwei Aliens an einen Crusader angrenzen, macht er keinen Schaden mehr. Ja, die Formation Abilities behalten die Crusader allerdings, das heißt, Speed Formation geht einigermaßen, und solange man problemlos bis Area 700 kommt und da nicht unbedingt auf seinen Main DPS angewiesen ist, sondern das auch mit Speeds dann machen kann, ist es halt auch relativ entspannt, definitiv. Und dann hatten wir noch Abduction als letztes. Das hat einen kleinen, naja, ich will nicht sagen Bug gehabt, aber prinzipiell steht in der Objective-Beschreibung, dass jede 15 Sekunden ein Crusader entführt und durch ein nicht sehr überzeugendes Double ersetzt wird, für 60 Sekunden lang. Was in der Tat aber eher alle 5 Sekunden für 20 Sekunden war. Also es kommt letztendlich aufs Gleiche raus, man hat mehr oder minder permanent 4 Crusader, die eben keinen Schaden mehr machen, weil sie halt ein Duplikat stattdessen da haben und die Duplikate machen halt nichts. Ich bin mir unsicher, ob die Duplikate die Formation Abilities haben. Abgesehen davon senken die Duplikate auch noch den Schaden von angrenzenden Crusadern um 90%. Das allerdings multiplikativ, also das ist halb so wild. Ja, also der einzige Unterschied ist einfach, dass die betroffenen Crusader halt schneller durchwechseln. Ich weiß nicht, ob sie vergessen haben, das hier im Text zu ändern und es eigentlich wirklich 25 sein soll. Oder ob sie vergessen haben, das im tatsächlichen Objective zu ändern und es tatsächlich 15 und 60 sein soll. Keine Ahnung, aber es funktioniert so oder so eigentlich relativ entspannt. Also es ist auch nicht wirklich langsam, geht ganz gut durch. Solange man entspannt bis 750 kommt im Freeplay, hat man auch da keine allzu großen Probleme, denke ich mal. Ja, dann gibt es dazu eigentlich, das war jetzt wirklich mal die schnelle Kurzfassung von dem Objective oder von dem Event, das war das Wort, was ich suchte. Ja, zudem gibt es gerade noch ein fancy Weekend-Event, oder Weekend-Buff eher gesagt, wo mal wieder ein Hut-Golden-Epic bei rausgekommen ist, nämlich Caseys Hut in dem Fall, hier ist er, der dann konkret nochmal die Spices verstärkt, also ihre Speed-Ability. Meiner Meinung nach ist es das Geld nicht wirklich wert, zumindest nicht solange man das normale Legendary schon hat. Weil wenn der Buff von 200 auf 300% erhöht wird, oder die Verstärkung, macht das auf einen Run bis ans Cap, also sagen wir mal, es macht in einem 5-Stunden-Run, lass es 5 Minuten sein, würde ich mal schätzen. Gerade weil Caseys Ability ja auch nicht permanent aktiv ist, sondern da ist ja immer noch mit den Vegetables. Sind es die Vegetables, die standardmäßig drin sind? Ich glaube. Ja, also es ist halt ja immer nur
mindestens eins davon aktiv und wenn der Spawn-Speed-Teil aktiv ist, ist Casey halt sowieso schon relativ egal, weil Spawn-Speed hat man mit Rex bis zum Abwinken inzwischen. Solange man nicht gerade Xander Main DPS läuft, dann ist das mit Rex halt eh kein Ding mehr. Also Casey ist halt eh nur noch für extra Quest-Item-Drop da und das bisschen mehr, also ob die dann da irgendwie eine 75% Chance oder eine 100% Chance drauf hat, irgendwie so müsste die Variante sein. Es macht tatsächlich einfach nicht so viel aus. Also, das betrifft sowieso nur Areas, die keine Boss-Areas sind und keine Single-Drop-Areas. Und dann bringt es einem vielleicht effektiv in einer Area, in der das wirklich aktiv ist, was halt auch nur in 50% der Fälle so sein wird, bringt es einem halt vielleicht eine Sekunde. So, also ich lasse es meinetwegen 10 Minuten in einem Cap-Run sein, aber selbst das, also wer seine Runs komplett optimiert hat und zu keinem Zeitpunkt irgendwie auf der Stelle tritt, weil er mal eine Stunde AFK war und nicht weitergelevelt hat oder so. Also wer das wirklich so optimiert hat, dass der Run in 1 durchgeht, der kann da vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wer da jetzt nicht so akribisch bei sitzt und sagt, so, ja gut, ich bin dann halt auch mal eine Weile nicht am Rechner und dann läuft das halt weiter und dann komme ich halt wieder und dann hat das meinetwegen schon 20 Minuten eh in einer Area festgehangen, weil ich keine Crusader weitergelevelt habe. Dann kann man sich den Hut auch einfach bequem schenken. Das ist halt echt. Ja. Ja. Und dann kann ich, glaube ich, gar nicht so viel mehr noch erzählen, außer dass ich kommende Woche tatsächlich gar nicht da bin und die Challenge definitiv nicht machen kann. Was ich jetzt nur halb so dramatisch finde. Aber ja, ich bin nächste Woche mal wieder auf dem Festival. Mein Standard-Festival Anfang Juli. Wer zufällig auch auf dem Rockharz ist und mich vorbeilaufen sieht, kann gerne mal Spacken sagen und mit mir gern ein Bier trinken oder falls ihr gern Alkohol trinkt, auch gern ein kleines Wasser mit Eis. Nein, keine Ahnung, finden Sie schon was. Da kommt aber auch nochmal ein extra Video zu, das muss ich heute auch nochmal irgendwann aufnehmen. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht so viel drauf rumtreten oder das Thema jetzt so breit treten. Aber es wird mit Sicherheit nach dem Festival wieder die ein oder andere nette Geschichte vom Festival geben. Da gehe ich im Moment fest von aus. Wobei wir zumindest bislang nichts sehr Absurdes geplant haben selber. Also wir haben diesmal keine Gummipuppe, die wir auf den Dixie tapen können. Was hatten wir noch? Kein Roger Rettich 2.0. Ist zumindest nicht geplant, aber mal gucken, wir gehen am Montag erstmal noch einkaufen fürs Festival und am Dienstag bin ich dann weg. Und mal gucken, vielleicht fällt uns beim Einkaufen noch irgendwas Bescheuertes ein. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir es vernünftig aufgestellt kriegen, einen absurd leuchtenden Fahnenmast haben. Also halt, eigentlich ist es gar nicht ein Fahnenmast, eigentlich ist es nur ein Mast, weil keine Fahne rankommt. Aber der Mast wird halt einfach 5 Meter ist, glaube ich, der Punkt. Und der hat halt komplett LED-Stripes hoch und runter, also an 3 LED-Stripes, die halt fröhlich. Prinzipiell lassen die sich, glaube ich, sogar eigenständig programmieren. Ich weiß noch nicht, ich stecke da nicht so weit drin, das macht alles wer anders bei uns im Camp. Aber ich bin einfach mal sehr gespannt, was das gibt und man findet dann auf jeden Fall, wenn es funktioniert und vernünftig steht, definitiv bequem nach Hause. Also, da, wo der gigantische Mast leuchtet. Das wird, glaube ich, ganz gut. Mal gucken. Ja, dann bin ich jetzt erstmal raus. Würde ich sagen, schönes Restwochenende noch und vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.